Wie geil ich. Was? Oh, da macht er den Triple! Ich als Wurst. Hey! Er schießt mich von oben von der verschissenen Treppe ab. Hab ich im Griff? Hab ich im Griff? Nein! Thomas! Ist übrigens PewDiePie, ne? Felix, das ist PewDiePie. Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zu meiner Dummdödel-Challenge. Alle, die Challenge noch nicht kennen, ich muss hier dieses Arms-Race-Spiel gewinnen. Also am Schluss den Knife-Kill machen, sonst muss ich eine Strafe durchziehen. Ich habe mir schon ein Ei auf den Kopf zerschlagen müssen. Ich habe schon in Seife reinbeißen müssen, Pfeffer gegessen und hin und her. Und dieses Mal ist die Strafe, sie lautet wie folgt und folgt auf dem Fuße. Oh! Wenn ich verkacke, dann muss ich im Livestream mit euch eine Runde Counter-Strike spielen und dabei einen Xbox-Controller zum Lenken, zum Steuern benutzen. Also ich spiele dann tatsächlich mit Lenkrad sozusagen. Nicht wirklich, aber naja. Ja, es läuft schon mal sehr schlecht an, die ganze Chose. Oh, den hätte ich eigentlich haben müssen. Das war bitter. Das. Oh! Ja, mehr schafft seine Normoldo, Kinders, hä? Oh, den habe ich nochmal wegpenetriert, gerade so. Schade. Okay, mit so Low HP kann ich da nicht viel machen. Aber ich bin ganz vorne, Leute. Ich bin auf Platz 1. Sehr schön. Es sieht gut aus. Immer wenn ich ein Spiel gewinne, wenn ich sowas gewinne, muss ich in der nächsten Runde dann mit Handicap spielen. Also ich spiele praktisch dann erst los, wenn der erste schon bei Welle 5 ist oder wie man das hier auch nennt. Ne? Da ich jetzt schon länger nicht mehr weiter gespielt habe, ja, diese ganze Geschichte, habe ich jetzt wieder bei Null angefangen, also praktisch als hätte ich gar nichts gewonnen, aber ich meine sogar, dass ich die letzten zwei gewonnen habe, aber alles vergessen, das zählt alles gar nicht, Kinder, ja. Ich bin auch total nicht warm gespielt, von daher ist es ganz fair, was ich hier treibe. Wir spielen dann übrigens ein öffentliches Spiel, also im Stream dann, das ist dann, ne, es wird doch immer mal wieder gefordert, Monsieur Julie, dass wir doch bitte kein Matchmaking spielen sollen, mal, sondern also ein öffentliches, so wie das hier, wo man einfach reinjoinen kann. Und das werden wir dann machen, damit ihr mich alle pimmeln könnt, wenn ich diesen verschissenen Controller benutze. Ja, du Pissgesicht, was machst du? Nein. Ja, noch ein. Oh, shit. Ja, aber ich bin gerade gar nicht so schlecht, es geht. Es geht mittelprächtig voran, bin mittelhart zufrieden. Die Hartigkeit meiner Zufriedenheit ist doch tangentiell angestiegen zum olfaktorischen Faktor der Orthokanale. Wenn ich es mal so sagen darf. Ja, in meinem Fach Chinesisch. Ich als Wurst. Hey! Er schießt mich von oben von der verschissenen Treppe ab. Was ist mit ihm los? Okay, swag ich so. Es ist niemand da. Okay. Der erste hat schon 7. Alles klar. Ich verstehe schon. Hab ich weggepimmelt den Felix. Ist übrigens PewDiePie, ne? Felix ist PewDiePie. Ich hab gesagt, Putz, komm mal her, mit Spielemulle und Zammel, hat er gesagt, okay, gut. Aber nur wenn er Felix heißen darf. Da hab ich gesagt, okay, Felix. Du darfst dich ruhig Felix nennen. Gott, I'm so tight, dude. Huhu! Ey, wer schießt da von hinten? Was für ein Wurstgesicht. Hätte ich aber was? Ey, er stand bei dem scheiß Schrank und ich habe ihn nicht gesehen, Mann. Ich bin auf beiden Augen blind. Komm! Super, Mann, ey. Ey, ich kann Schrot finden, oder? 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 Und immer diese Mautkontrollen. Schrot finden sind echt meine Hasswaffen. Immer wenn sie die Gegner haben, treffen sie damit ausschließlich auf mein Herd. Und wenn ich sie habe, treffe ich ausschließlich nicht die Gegner. Ich zerschieße mit Blumentöpfe, Fenster, Türen, beistehende Kinder, die eigentlich beschützt werden sollen. Alles halt, was man so trifft, wenn man nicht den Feind trifft. Aha. Ja, Felix schon wieder. Da habe ich Pilz schon wieder weggeschniedelt. Ach, erschreck mich doch nicht so, du Tiger, du. Meine Nase ist gerade voll. Oh, krass. Das juckt mich ganz, das ist logisch. Oh shit, dude. Ich habe so das ganz leichte Gefühl, dass es hier ein kleiner Sieg werden könnte, ne? Ich hab's so ein bisschen ignoriert. Oh, ich habe ihn also nicht getroffen. Ich verstehe schon, ne? Das ist genau läuft bei mir. Wie geil. Was? Oh, da macht er den Triple. Oh mein Gott. Also, er macht bestimmt auch noch den vierten, so wie er drauf ist, ne? Dieser. Oh mein Gott, dieser Killer. Dieser Killer 13. Es ist der. Oh, ist das denn die Möglichkeit? Es tanzt ein Haar auf meiner Nase. Es juckt wie die Sau. Geh mal zur Seite oder was? Ich muss mich mal richtig um die Gegner kümmern. Oh, wie der rausgeflogen ist. Habt ihr das gesehen? Das war ja wohl tighter als eine Tätigkeit. Oh, hab ich easy geholt, Mann, den Glockhill. Ja. Revolver, nein. Meine Achilles. Du Affenkind. Ja, Felix. PewDiePie dreht auf, aha. Kann ich auch, Dude. Kann ich auch. GG, weggepimmelt. Ich bin schon so ein tighter Boy, ne? Oder ein süßer Boy? Nee, der süße Boy ist der süße Boy. Ich bin einfach nur der normale, der Standard-Boy. Verstehst du? Der Boy für die guten alten. Der Boy auf die guten alten Tage. Ja, natürlich, Felix. Was willst du von mir, Mann? Voll das Battle zwischen Dumbabla und Poots, Alter.
Hudipu. Sehr schön. Nein, ich spring gerade hier hin, wenn ich nach... Hallo? Wo seid ihr? Okay, hab ich im Griff? Hab ich im Griff? Nein! Thomas! Ohne Haar! Knallt mich einfach ab, krass! Es ist enorm, was er treibt, oder Thomas, ne? Das ist ein richtiger... Das ist einer. Thomas ohne Haar. Du, ich sag das im Gute. Wie viel habe ich dir gegeben, Felix? Alter, PewDiePie pimmelt mich weg, ne? PewDiePie pimmelt mich weg. So. Wer klaut mir denn jetzt? Juan, warum hast du mir den Kill geklaut? Ey, ich bin ja schon ewig und 3 Tage mit dieser verschissenen Pistole unterwegs. Jetzt platzt mir mal gleich die Hutschnur. Oh ja, ich habe ihn auch gefragt. Nein! Was habe ich getrieben? Ich habe erstmal irgendwas gemacht, keine Ahnung, aber ich habe so ein bisschen de Pudipoo genuppelt. Geil, Mann! Junge! Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, weil ich PewDiePie gepimmelt habe. Und...